schaffen wir es sozusagen, diese 18 Monate, die die Notfallverordnung uns jetzt eröffnet, dann auch zu nutzen und nicht zu verstreichen zu lassen, weil es Streit gibt über die Vollständigkeit von Unterlagen? Ja, erstmal ist es ja so, dass so ein Genehmigungsverfahren kein Selbstzweck ist und dass es ja eigentlich nur darum geht, zu prüfen, ob eine Anlage im geltenden Recht installiert worden ist. Und die Genehmigungsbehörden sagen dann, was sie meinen, was dafür erforderlich ist, um diesen Nachweis zu erbringen. Insofern ist das immer ein gewisses Ringen zwischen dem Vorhabenträger und der Genehmigungsbehörde. Und wir sind in Schleswig-Holstein jedenfalls sehr gut damit gefahren, weil wir kaum Klagen haben und wenn wir welche haben, die im Regelfall auch nicht verlieren. Dass die Notfallverordnung aber sozusagen den Vorhabenträger erstmal stärkt bei dem Ringen, ist klar und ist ja auch das Ziel der Verordnung gewesen. Meine These ist, es wird jedenfalls in Ländern, wo es schon gut läuft, nicht nur hilfreich sein, weil es neue Fragen aufwerfen wird und Genehmigungsverfahren, die vielleicht schon laufen, sozusagen belasten wird und auch die Behörden belasten wird. Es gibt ja auch noch gar keine Urteile zu dieser Notfallverordnung. Das heißt, es wird jetzt auch eine Phase der Unsicherheit auf die Antragsteller zukommen und immer mit der Frage verbunden sein, wie kann ich eigentlich sicher sein, dass ich am Ende eine Genehmigung bekomme, die dann auch rechtssicher ist und durchsteht. Und denn eins ist ja auch klar, das materielle Recht, was geprüft wird im Genehmigungsverfahren, ist ja nicht oder kaum angefasst worden. Das heißt, der Nachweis, der erbracht werden muss, der wird auch weiter zu erbringen sein. Und all diese Unsicherheiten, die kann man eingehen. Und ich verstehe auch sehr gut, dass der Bund die Notfallverordnung auf den Weg bringt. Er würde es nun nicht tun müssen, wenn ganz Deutschland so unterwegs wäre wie Schleswig-Holstein. Und ich verstehe, dass ein Bundeswirtschaftsminister deswegen auch auf so eine Verordnung eine komplett andere Perspektive haben kann, als ein Landesminister, der sagen kann, Mensch, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich will noch kurz drei Punkte nennen, die aus meiner Sicht, aus politischer Sicht, einer Lösung bedürfen. Das erste Thema ist, der Bürger muss vor Ort spüren, dass erneuerbare Energien, also die Windparks oder die Solarparks, Auswirkungen auf seinen Strompreis haben. In Brandenburg ist genau umgekehrt der Fall und da muss irgendwas am Stromdesign, am Preisdesign passieren. Es kann nicht sein, dass die Netzentgelte, und zwar für die Verteilnetze, bei den Leuten bleiben, die bereit sind, erneuerbare Energien in ihrer unmittelbaren Nähe zu akzeptieren. Das ist eine ganz zentrale Frage für mich. Die zweite Frage, die hat Robert Habeck auch angesprochen. Unternehmen müssen die Möglichkeit haben, von den Erneuerbaren vor Ort zu partizipieren. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Erzeugung von Wasserstoff als Sektorkopplung Speicher, sondern dass kleine und mittelständische Unternehmen auch vor Ort direkt erneuerbare Energien kaufen können. Und dazu auch bessere Konditionen haben. Das sind zwei Forderungen, mit denen ich politisch gegenüberstehe und die aus meiner Sicht auch umgesetzt werden müssen, damit wir einen Erfolg bei der Energiewende haben. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz zurückkommen, wo wir uns gerade befinden, weil es ist ja eigentlich schon alles gesagt worden von unseren Vorrednern, was so die wesentlichen Knackpunkte sind. Aber es bleibt dabei, wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren. Ja? Und Frau Peter, Sie sagten gerade, Sie haben das Bild des Amtsschimmels bemüht. Ja? Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich den Galopper des Jahres und nicht den Amtsschimmel, um nach vorne zu kommen. Denn wir stehen als Branche, und ich glaube, da spreche ich nicht nur für die Juwi, Gewehr bei Fuß, um dieses Wachstum nach vorne zu treiben. Und ich glaube aber auch nicht, dass der Amtsschimmel per se die Einstellung eines Amtsschimmels hat. Die möchten auch. Sondern die brauchen klare Regelungen und wir brauchen eine Novellierung des Bundesemissionsschutzgesetzes und nicht nur hinsichtlich von Verkürzung von Fristen, was heißen würde, wir würden schneller werden. Wir müssen auch Begrifflichkeiten neu definieren und so definieren, dass klar ist, was heißt denn Vollständigkeit der Unterlagen, ja, der Antragsunterlagen? Heißt das genehmigungsfähig, heißt das prüfungsfähig, wann treten welche Fristen ein? Und wenn wir das haben, dann kriegen wir den Galopper des Jahres. Solange wir das nicht haben, haben wir Menschen, die, glaube ich, in den deutschen Ämtern, in den Vorredner saß genau in dem Stuhl, sprach von Bezirksregierung. Die sitzen da und die haben doch die gleiche Einstellung wie die Gesellschaft im Schnitt. Ja, es gibt Ausreißer, aber ich glaube, wir haben die einmalige Situation, dass die Gesellschaft in Gänze versteht, wir brauchen die erneuerbaren Energien. Und das glaube ich und das unterstelle ich jetzt auch unseren Beamten. Ja, die brauchen Sicherheit zu entscheiden und das haben sie halt nicht.
Ja, unser Slogan heißt Jobs mit Sinn, aber das gilt, glaube ich, für die gesamte Branche. Deswegen setzen wir uns da noch nicht besonders ab. Ich denke, was man tun muss heutzutage, auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ändern sich. Auch von der Einstellung, Work-Life-Balance wird immer mehr ein Thema. Und man muss zuhören. Man muss den derzeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuhören, auch bei den potenziellen Kandidaten. Und wir stellen uns halt so auf, dass wir versuchen, attraktive Arbeitsplätze zu schaffen. Das fängt natürlich mit wettbewerbsfähigen Gehältern und Paketen an, aber auch die Flexibilität spielt, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Und das stellen wir auch raus und damit werben wir und damit wollen wir eine starke Arbeitgebermarke etablieren. Also nicht nur mobiles Arbeiten, sondern auch Vereinbarkeit, Beruf, Familie. Die Juvi hat beispielsweise 30% Teilzeitquote, sondern wir versuchen, ein ganz großes Paket an Flexibilität zu bieten. Und natürlich das mobile Arbeiten, durch Corona aufgezwungen, zeigt uns jetzt, dass man zu Juvi kommen kann, aber sein Arbeitszimmer in Hamburg nicht verlassen muss. Und das hilft natürlich auch. Ja, also im Moment, auch wenn wir uns jetzt über in Gigawatt schon bewegt haben, mindestens in der Nominalkapazität, die gerade hochgeremmt wird, ist das ja de facto wirklich homöopathisch. Nicht nur im weltweiten Vergleich, sondern auch in Relation zu der Menge, die wir in Deutschland verbauen wollen. Damit man mal einen Eindruck kriegt, was das bedeutet. In Gigawatt pro Jahr, das sind fast 1 Million Solarzellen pro Tag. Das sind ungefähr 7000 Solarmodule pro Tag. Das sind 250 Euro Paletten. Wenn man das Ganze jetzt mal 22 nimmt, das ist ja so ungefähr die Quote, die wir pro Jahr zubauen wollen, wenigstens in ein paar Jahren, wenn der Hochlauf zustande gekommen ist, sind das also knapp 150.000 Solarmodule, die am Tag durch dieses Land bewegt werden. Das Ganze aus China herbeizuschaffen, sind wir zumindest zutiefst überzeugt, dass das schon alleine logistisch nicht funktionieren wird, mal abgesehen von der industriepolitischen Herausforderung. Im Moment schwimmen wir weitestgehend alleine in diesem großen Haifischbecken der Industriepolitik. Wir haben zum Glück einen Schutzanzug uns angezogen, der heißt Technologie. Wir können uns abgrenzen im Produkt und das macht uns mindestens in dem Segment, in dem wir unterwegs sind, erfolgreich. Aber es muss klar sein, dass wenn es eine industriepolitische Ambition gibt, die da heißt, wir wollen die Herstellung dieser Infrastruktur auch in Deutschland, in dem Land, das bis heute führend ist, technologisch durch Fraunhofer und Co., wieder aufbauen, dann braucht es natürlich mehr als nur den Schutzanzug an Technologie, um da gegen China und die USA bestehen zu können.